Ja, morgen werden wir uns freuen. Heute ist der 6. Dezember, das heißt Nikolaus ist heute. Ich bin's wieder, euer Daniel Michael. Herzlich willkommen zu Arnsberg Fernsehen Adventskalender Kläppchen Nummer 6. Ja, ich stehe hier auf dem Weihnachtsmarkt, es ist noch nicht viel los. Aber warum der Schützenhut, das zeige ich euch. Nur mit ein winterliches, dreifaches Hohe Du, liebe Arnsbergerinnen und Arnsberger. Ich bin's wieder, euer Daniel Michael. Herzlich willkommen zu Arnsberg Fernsehen Adventskalender Kläppchen Nummer 6. Ich befinde mich jetzt hier vor der Promenade bzw. vor der Schützenhalle, der Festhalle der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft. Ja, und neben mir steht ja jetzt euer Jungschützenkönig Bastian Wimbert. Horido, mein Lieber. Horido, Herr Daniel. Ein bisschen aufgeregt. Also. Ja, kenn dich. Ja, Schützenfest ist vorbei. Was durftest jetzt du in dieser, ich sag mal, in dem halben Jahr alles erleben? Mehrere Schützenfeste, also sprich direkt nach halt unserem Fest ging es nach Niederheimer. Mhm. Da war natürlich der Sonntag war ein bisschen stressig nach unserem Schützenfest, weil wir da gleichzeitig drei Termine hatten. Also ich jetzt musste gleichzeitig hier zum Prozessionsmarsch, dann ging es nach Niederheimer, dann ging es auf Familienfest der 4. Kompanie. Ja, dann hatte ich mal ein bisschen Luft. Ja, dann ging es theoretisch von Niederheimer ging es nach Wennichloh. Wo ich ehrlich sagen muss, Wennichloh, klasse. Das Königin-Konzert fand ich super. Das war das erste Mal für mich, dass ich mitgemacht habe. Nach Wennichloh halt Muffrika. Dann natürlich der große Festumzug in Neheim. Wo ich sagen muss, das war immer schon mal ein Wunsch von mir, wirklich mit einer Königskette durch Neheim zu marschieren. Was ich mir auch damit erfüllt hatte. Ja, und größtenteils das Winterinterview, das Stadtschützenfest jetzt halt, das erste Arnsberger Stadtschützenfest, wo ich mitschießen durfte, wo ich die ganzen Jungschützenkönige der ganzen Stadt kennengelernt hatte, was eigentlich persönlich fand ich klasse. Mhm. Da muss ich auch nochmal einen schönen Gruß an unseren Jäger Jungschützenkönig führen und einfach super, dass er das Ding runtergeholt hat. Mhm. Und, an Markus Klöcke, der amtierende Stadtjungschützenkönig, der näher war Jäger. Genau so ist es. Also da nochmal einen herzlichen Glückwunsch von mir. Ja. Der goldene Schuss, Der große Moment für dich, wie war der denn für dich? Ja, wie war der für mich? Ja, lass uns den am besten nochmal angucken. Okay, das sehen wir jetzt. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, boah, was für ein grandioser Schuss, den du doch gemacht hast. Ja, wie ist eigentlich so das Gefühl, wenn man Schuss macht? Genial, einfach nur genial. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen, der in Uniform im Schützenverein ist, einfach das mal zu machen. Weil mein Traum war es, halt mal einmal im Leben Jungschützenkönig König zu werden. Und ich habe mir den erfüllt. Ich habe jetzt seit 2009 schieße ich jetzt auf den Jungschützenkönig hier in Arnsberg. Vorher hatten wir ja eine Puppe, jetzt haben wir ja eine Scheibe, wie man gerade ja gesehen hat. Ja. Und einfach nur genial. Also es ist ein richtig geiles Gefühl. Es ist ein Zittern am ganzen Körper, es ist Freude pur, emotional geil. Also die Freude, die habe ich ja gemerkt. Du hast ja richtig, nicht mehr gejubelt, hast ja mehr geschrien vor Freude. Ja, das ist einfach das, mein letztes Jahr, wo ich überhaupt schießen durfte, weil ich ja jetzt 25 Jahre alt bin. Und ich durfte ja wirklich das allerletzte Mal schießen. Und wie man ja auch gesehen hat, ich habe ein bisschen gezögert beim Schuss. Und dieses Zögern, was ich gemacht habe, ich habe wirklich direkt über Kimme Korn geschossen und dann, bam, fiel er. Und dann war vorbei. Dann war einfach nur die Freude richtig, boah. Schwer zu beschreiben, geil. Einfach klasse. Ach so, dann würde ich mal das hört sich ja so an, nach 25 Jahren ist dann halt eben, dann, ich sag mal, Schluss für die Jungschützen und dann kommt man mit bei den Erwachsenen. Ist das richtig? Wenn man das so sieht, ja. Also sprich 25 Jahre ist der Jungschützenkönig, ist halt eingeschränkt bis zum einschließlich dem 25. Lebensjahr. Also sprich für alle, die jetzt dieses Jahr 25 wurden, also Baujahr 90, so wie meine Wenigkeit, ist dieses Jahr vorbei, Baujahr 91 halt nächstes Jahr und das geht dann jetzt immer so weiter. Und ich empfehle auch unseren Jungschützenkönig, also unsere Jungschützen aus der 4. Kompanie, die noch keine 25 sind, ey, halt drauf, macht, das ist einfach nur, boah, geil, genial, einfach Hammer. Ja, das war's eigentlich auch schon, die nächsten Termine stehen an, wo geht's als nächstes hin?
Ja, nachher steht noch an, halt die Nikolausfeier der 4. Kompanie, aber ohne Uniform, da geht's gleich zivil hin. Ja, das ist hier, man riecht hier schon den Duft und so. Schade, dass wir hier kein Geruchsversinn haben, weil sonst würde man den Duft erahnen, erschmecken, erriechen. Das war's eigentlich. Ich sag schon mal Dankeschön. Nicht dafür. Ja, ich gebe jetzt dir das Mikrofon, das ist die Kamera. Wenn du noch ein kleines Weihnachtsgedicht hast, so im Petto, aber gerne vorher noch natürlich einen winterlichen Weihnachtsgruß an unsere Bürgerinnen und Bürger, die das jetzt sehen können. Bitteschön. Ja, liebe Arnsberger, liebe Arnsbergerinnen, liebe Schützen und liebe Schützenbrüder, also liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwester, Entschuldigung, man merkt immer noch die Nervosität bei mir, einfach immer noch die Freude. Das Jahr, halbe Jahr ist wohl rum, aber es ist emotional einfach nur klasse und jetzt trifft auch die Weihnachtszeit an. Und dadurch, dass halt die Weihnachtszeit und Weihnachtssaison angeht, also das Fest der Liebe und der Seligkeit, genießt es richtig, bevor wir halt im neuen Jahr weiter starten mit unseren Schützen. Und ich wünsche auf jeden Fall alle sehr viel Gesundheit und Kraft fürs neue Jahr und ja, einfach dann einen guten Rutsch, fröhliche Weihnachten. Ja. Danke, Herr Gietzen. So sieht's aus. Wie gesagt, zum Abschluss noch, hast du noch ein kleines Weihnachtsgedicht, das du uns aussagen könntest? Jein, sagen wir es mal so, ich habe wohl ein Weihnachtsgedicht intus, aber ja. Ob das so ganz so zu uns Schützen passt, das ist wieder schwierig zu sagen. Aber es passt zum Nikolaus. Also, es ist schwierig, es ist peinlich auf eine Art, aber naja, vielleicht ziehen die anderen Schützen, die dann noch weiterkommen, ja. Wo du auch noch mit Interviews machst, nach. Ja, also es ist so, darf ich noch was Mikrofon? Also es ist so, für diejenigen, mit denen ich das Interview mache, schon mal im Voraus, ich habe so ein kleines Jute-Säckchen, da sind Weihnachtsgedichte. In diesem, und dort halt eben einmal durchmischen, Zettel ziehen, in die Kamera zeigen, vorlesen, wenn einer kein Gedicht auf Lager hat. Aber ich denke mal, unser Jungschützenkönig Bastian, der hat doch bestimmt noch ein kleines auf Lager. Ja klar, holla, bolla, Rumpelsack, Niklaus trug sie Huckepack, Weihnachtsnüsse gelb und braun, runzlig, bunzlig anzuschauen, knackt die Schale, springt der Kern, Weihnachtsnüsse esse ich gern, kommt bald wieder in unser Haus, guter alter Nikolaus. Und damit ein dreifaches Horrido, meine Freunde. Ja, und wir gehen mit einem weihnachtlichen, winterlichen, vom Herzen kommenden, zu Herzen gehenden Winterlächeln, dreifachen Horrido. Joho! Horrido! Joho! Horrido! Joho! Hussa! 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 Packt ihn euch! Damit zurück ins Studio. Tschüss, winken!